Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Reul zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Ende der Haushaltsdebatte zum Haushaltsplan für das Jahr 2021 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahre 2024 und dem Finanzausgleichsgesetz bleibt festzuhalten, dass die Fraktionen von CDU und GRÜNEN sich in diesem Jahr mit Haushaltsänderungsanträgen sehr zurückgehalten haben. Dies ist das Ergebnis einer angespannten Haushaltslage in besonderen Zeiten der Pandemie. Wir sind davon überzeugt, dass es ein falsches Signal wäre, der Krise hinterherzusparen. Jedoch müssen wir auch die Gratwanderung für solides Haushalten schaffen. Der vorgelegte Haushaltsentwurf schafft diese Gratwanderung. Es werden keine Investitionen gekürzt, sondern sogar neue Projekte gestartet. Dabei wird in der mittelfristigen Finanzplanung der Weg zur Senkung der Neuverschuldung bis auf null im Jahre 2024 aufgezeigt. Damit auch eine klare Aussage zur Schuldenbremse. Die Koalition steht zur Schuldenbremse, und wir zeigen in der mittelfristigen Finanzplanung einen klaren Weg auf, wie wir diese auch zukünftig erfüllen wollen. Bei einigen Anträgen war es uns wichtig, dass wir diese mit den Oppositionsfraktionen von SPD und FDP gemeinsam stellen. Vielen Dank, dass Sie diese Initiativen auch mittragen. Aus Zeitgründen möchte ich nur zwei bis drei Beispiele kurz herausgreifen. Es wurde angesprochen, der Opferfonds, eine ganz wichtige Sache. Wir haben die Feierlichkeiten zur Trauer der Opfer, der Hinterbliebenen, gestern hier erlebt. Und dies war ein sehr würdiger Moment, wie wir das mal gemeinsam begangen haben. Und gerade dieser Opferfonds, der ist nämlich dafür vorgesehen, den Menschen zu helfen, den Hinterbliebenen eine finanzielle Unterstützung zu geben. Und es betrifft aber auch nicht nur die Opfer von Hanau, sondern es betrifft auch die Opfer von Volkmarsen. Und deshalb haben wir auch auf eine klare politische Orientierung an dieser Stelle verzichtet, weil wir wollen den Opfern generell eine Möglichkeit geben und haben diesen Fonds mit 2 Millionen € ausgestattet, um dort Unterstützung leisten zu können. Hiermit sollen nämlich die Opfer von Gewalt und Straftaten schnell und unbürokratisch Hilfe erlangen. Im Sinne eines allumfassenden Opferschutzes soll dieser Opferfonds dann die Angehörigen unterstützen können. Zusätzlich kommt noch, dass wir aus dem Bereich des Sozialministeriums 2 Stellen für die Jugendzentren in Hanau vorsehen, die genau gerade in dieser schwierigen Phase für die Präventionsarbeit dort in den Jugendzentren unterstützen sollen. Dort werden 2 Kräfte quasi dorthin delegiert werden. Ich denke, auch dies ein wichtiger Punkt, den wir gemeinsam beantragt haben und auch heute hier vorgelegt haben. Ein dritter wichtiger Punkt, der auch gemeinsam als Antrag vorliegt, ist die Hessische Landeszentrale für politische Bildung, die eine überaus wichtige Arbeit leistet. Und dies ist auch aus meiner Sicht ein überparteilicher Konsens, dass wir dies so sehen. Der Umzug bedingt, dass größere Räumlichkeiten notwendig sind und diese finanziert werden, damit auch dem Aufgabenzuwachs Rechnung getragen werden kann und insgesamt die Hessische Landeszentrale für politische Bildung auch in ihrem Bildungsauftrag gestärkt wird. Herzlichen Dank an die FDP und an die SPD dafür, dass sie diese Anträge mittragen. Mit weiteren Änderungsanträgen im Einzelplan 17 setzen wir die Vereinbarung aus dem Kommunalpakt um. Dabei erhalten die hessischen Kommunen beispielsweise Zahlungen von über 200 € mehr aus dem kommunalen Finanzausgleich. Sie kennen die Debatte und möchte sie an dieser Stelle nicht vertiefen. Des Weiteren, wir haben das Sepulkralmuseum im Haushalt hinterlegt mit 100.000 €. Auch dies ist ein Punkt, der wichtig ist, dass wir ihn vorsehen, weil von Seiten des Bundes gibt es Finanzzusagen, gibt es Gelder, die im Haushalt eingestellt sind. Und wir noch darauf warten, dass die Geberkonferenz tagt und dort dann beschlossen wird, wie unter welcher Beteiligung der Bund, das Land, die evangelische und katholische Kirche und weitere Institutionen, die daran beteiligt sind, dort die Finanzierung sicherstellen können. Und wenn die Geberkonferenz die einzelnen Dinge entschieden hat, dann können wir auch im Haushalt zukünftig in den nächsten Jahren die Beiträge hinterlegen. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, den wir dort mit einem Antrag versehen haben.
Außerdem zusätzlich kommen verschiedene Maßnahmen im Sozialbereich dazu. Ich möchte sie nicht alle aufzählen, aber zum Beispiel die Mittel für den Pakt für den Gesundheitsdienst oder auch Gutachten für die Beauftragung im Bereich der Luftrettung, weitere Punkte sind Ihnen bekannt. Wir haben uns aber trotzdem dort sehr zurückgehalten und haben uns jetzt nicht daran beteiligt, indem wir gesagt haben, so und so viele Anträge müssen gestellt werden. Herr Schalauske hat es ja mehrmals betont, 130 Anträge. Ich glaube, es geht nicht um die Masse der Anträge, es geht um die inhaltliche Positionierung. Und man kann auch mit dezidierten, genauen Anträgen vieles erreichen und muss nicht unbedingt jetzt erklären, wir haben so und so viele Anträge gestellt oder so und so viel. Bei 400 vorliegenden Änderungsanträgen kann sich, glaube ich, jeder ein Bild darüber machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Anträge der Linken sind natürlich finanziell sehr umfangreich. Herr Schalauske hat es ausgeführt und sind, meine Damen und Herren, Herr Schalauske, Sie können ja gerne, wenn Sie wollen, noch mal nach vorne kommen, sind natürlich voll mit vermeintlichen Wohltaten. Und dabei werden diese weitestgehend, und das ist ja der entscheidende Punkt, durch Dinge gegenfinanziert, die wir überhaupt nicht haben. Sie finanzieren das gegen mit der Vermögensteuer und mit der Erbschaftssteuer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies sind Luftbuchungen für den Haushalt für das Jahr 2021. Wir haben diese Dinge nicht, wir können sie nicht einsetzen. Und von daher, Herr Schalauske, haben Sie die Anträge ohne eine Deckung vorgelegt. Dies müssen Sie akzeptieren. Und wie gesagt, da gibt es jetzt daran nichts zu rütteln. Sie könnten es ja besser machen in der Zukunft, dass Sie wirkliche Deckungsvorschläge einbringen, aber nicht Luftbuchungen an dieser Stelle über Dinge, die gesetzlich erst auf der Bundesebene geregelt werden müssten und die dann erst greifen können, wenn sie denn jemals kommen. Auch interessant ist, dass Sie sich geäußert haben zum Thema der Schuldenbremse. Ich möchte es noch einmal betonen. Die Schuldenbremse ist nicht gescheitert, auch wenn Sie es gerne so sehen wollen. Die Schuldenbremse zeigt uns gerade genau in der Krise, dass wir die Schuldenbremse dort aussetzen dürfen, um der Krise angemessen zu reagieren. Wir haben das hier sehr explizit gemeinsam besprochen mit dem Sondervermögen, mit den 12 Milliarden Kreditermächtigung. Und dies ist keine Luftbuchung, Herr Schalauske, sondern dies ist Realität. Dies haben wir hier gemeinsam im Plenum beschlossen. Und mit dem arbeiten wir gemeinsam sehr erfolgreich in jeder Haushaltsausschusssitzung und auch in jeder weiteren Sitzung hier im Plenum. Ja, Herr Präsident? Lassen Sie eine Zwischenfrage vom Herrn Lambrou zu. Ich führe weiter fort aus. Des Weiteren, meine Damen und Herren, bewegen wir uns natürlich auch im Rahmen der Schuldenbremse, indem wir ganz klar auch in der mittelfristigen Finanzplanung dort niedergelegt haben, dass wir bis zum Jahre 2021 wieder die schwarze Null haben wollen und auch dies gemeinsam erreichen wollen. Deshalb, wenn Sie die Hoffnung haben, dass wir von der Schuldenbremse Abstand nehmen, dann muss ich Sie an dieser Stelle eindeutig enttäuschen. Wir stehen zur Schuldenbremse, wir stehen zur schwarzen Null und wir stehen zu einer generationengerechten Finanzierung, auch für die Zukunft. Im Sinne unserer Kinder und Enkelkinder wollen wir gemeinsam auch wieder ausgeglichene Haushalte auf der Bundes-, auf der Landesebene und auf der kommunalen Ebene erreichen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegin Schardt-Sauer, es ist ja schon immer wieder interessant, wie Sie für die FDP Position beziehen. Sie haben in der Kritik in der letzten Debatte geäußert, ungebremster Aufwuchs beim Personal in den Ministerien und expansives Ausgabenwachstum. Ich habe Ihnen damals vorgehalten, welche personellen Veränderungen und Verstärkungen in welchen Bereichen wir vorsehen wollen, und habe Sie gefragt, ob Sie irgendeine von diesen Maßnahmen nicht wollen. Sie haben in keiner Weise dort widersprochen. Sie haben auch keinerlei Anträge vorgesehen, um dort in diesem Bereich irgendwelche Veränderungen vorzusehen. Von daher glaube ich, ist es nicht redlich, so wie Sie es hier ausführen, dass Sie immer wieder Dinge vorwerfen, aber dann in Ihren Anträgen die nicht berücksichtigen. Und wenn Sie behaupten, wir hätten ein Ausgabenproblem und kein Einnahmeproblem, dann finde ich das schon im Rahmen der Pandemie als zynisch, von einem Ausgabeproblem zu sprechen, weil wir nämlich in der Pandemie das tun, um den Menschen vor Ort zu helfen. Wir wollen den betroffenen Menschen helfen. Wir wollen in der Krise versuchen, abzumildern. Und dafür haben wir das Sondervermögen vorgesehen. Und da zu sprechen, wir hätten ein Ausgabenproblem, ich glaube, dies ist nicht der Situation angemessen. Und da sollten Sie noch einmal Ihre eigenen Argumente etwas abwägen und vielleicht auch an dieser Stelle dann sehr korrigieren.
Das Thema der Sparvorschläge habe ich angesprochen. Sie veranschlagen eine globale Minderausgabe, aber das ist es dann schon, was Sie in der Fantasie hier mit einbringen wollen. Deshalb glaube ich, wenn Sie sagen, 600 Millionen sollen entnommen werden, ja, das ist richtig, das kann man kameral machen, aber in dem doppischen Haushalt bedeutet es ganz einfach, die Rücklagenentnahme ist eine Kreditaufnahme und dies schlagen Sie quasi an dieser Stelle vor. Das zeigt auch, dass die Mechanik des Haushaltens an dieser Stelle vielleicht noch nicht ganz durchdrungen wurde, wie die Mechanismen sind, die dort an dieser Stelle zusammenarbeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme dazu, was Kollegin Faeser vorhin ausgeführt hat und wieder dann. Entschuldigung, Herr Reul, nochmal die Bitte, eine Zwischenfrage zuzulassen, diesmal Frau Schardt-Sauer. Ich fahre fort und das kann es ja nochmal dann in einer Kurzintervention wenden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte gerade auf Frau Faeser eingehen. Wir hatten ja die Redebeiträge von Herrn Kaufmann und von Frau Faeser sowas und hätten danach auch sehr gerne die Debatte fortgesetzt, wurden dann etwas unterbrochen. Ich bin nur an der Stelle etwas berührt, liebe Kollegin Faeser, weil Sie in Ihren Ausführungen, so habe ich es zumindest verstanden, ausgeführt haben, dass wir die falschen Prioritäten setzen mit dem Sondervermögen. Und Sie sprechen ja immer noch von dem Schattenhaushalt. Ich glaube, das ist eine Diskussion, ob Schattenhaushalt oder Sondervermögen, die wir hier schon mehrmals miteinander ausgetauscht haben. Die brauchen wir, glaube ich, an dieser Stelle jetzt nicht weiter vortragen. Aber ich finde es schon hochinteressant, wenn Sie sagen, wir setzen die falschen Prioritäten. Wir haben für das Infektionsschutzgesetz 630 Millionen Euro vorgesehen. Ich kann nicht erkennen, wo dort falsche Prioritäten sind. Wir haben für die Stärkung der Partnerschaft mit den hessischen Kommunen 2,5 Milliarden vorgesehen. Sie wissen, über den Kommunalpakt haben wir über 3 Milliarden dort ausverhandelt mit den kommunalen Spitzenverbänden. Ich glaube, das ist ein hervorragendes Ergebnis. Wir haben für den Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft und Konjunktur 1,8 Milliarden Euro vorgesehen. Wir haben vorgesehen für die Kofinanzierung von Bundesprogrammen 150 Millionen Euro. Wir haben vorgesehen für den Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur insgesamt 960 Millionen Euro. Und wir haben vorgesehen für die Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und des Defizitausgleichs im Landeshaushalt 925 Millionen Euro. Insgesamt 7 Milliarden Euro im Rahmen des Sondervermögens. Dazu kommen noch separat 5 Milliarden Euro, die wir vorsehen, falls wir mit Steuerausfällen belastet werden, um dort eine Ausgleichsmöglichkeit zu schaffen. Ich glaube, dies ist, und das sollte eigentlich der Konsens zwischen uns sein, das ist ein sehr breit aufgestelltes Portfolio im Rahmen des Sondervermögens, und das ist nicht mit falschen Prioritäten versehen, sondern ich glaube, dies ist in der jetzigen Situation genau richtig und genau das, was die Menschen vor Ort von uns erwarten, was die Menschen vor Ort von uns haben wollen, nämlich die Unterstützung und die finanzielle Hilfe und dies so weit wie möglich auch schnell bei Ihnen ankommt. Und deshalb glaube ich, falsche Prioritätensetzung kann man meinen, glaube aber nicht, dass dies die Realität trifft. Meine sehr Damen und Herren, der Haushalt 21 und auch die mittelfristige Finanzplanung zeigt es, eine klare Sache von politischer Prioritätensetzung und eben solider Haushaltsführung. Aus unserer Sicht verbindet der vorgelegte Haushalt das Wünschenswerte mit dem finanziell Machbaren. Die SPD finanziert sich durch die Rücklage und eine globale Mehreinnahme. Wirkliche Streichungen werden ebenfalls kaum vorgenommen. Das zeigt, dass wir mit unserem Haushalt auch in den Augen der Opposition wohl nicht so falsch liegen können. Als Haushaltspolitiker sind wir natürlich in der Pflicht, Schwerpunkte zu setzen. Und diese Schwerpunkte haben wir gesetzt mit dem vorgelegten Haushalt und mit unseren eingereichten Änderungsanträgen. Grundsätzlich kann man sagen, mehr geht natürlich immer, aber man muss es auch bezahlen können. Auch in Zukunft muss sorgsam und mit Augenmaß mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen werden. Die Krise darf dabei aber nicht hinterhergespart werden. Ich erwähnte es schon. Wir müssen weiter investieren in Personal. Das sind Lehrer, das sind Polizisten, aber auch in die Infrastruktur für Bildung, Soziales, Forschung und innere Sicherheit. Trotzdem steht die CDU weiterhin für ausgewogenes, sparsames Haushalten zusammen mit ihrem Koalitionspartner Bündnis 90 Die Grünen mit Augenmaß. Daher machen wir den Spagat zwischen kraftvollem Handeln und Geldausgeben sowie der schwarzen Null in 2024.
Wichtig ist, die Schuldenbremse wird im aktuellen Haushalt wie auch in der Finanzplanung eingehalten. Die konjunkturelle Neuverschuldung beträgt rund 848 Millionen Euro maximal. Das hat Herr Schalauske schon erwähnt. Wir bleiben bei 840 Millionen € und damit darunter. In den nächsten Jahren wird die Neuverschuldung weiter gesenkt werden und mit dem Ziel, dass wir im Jahr 2024, so sieht es die mittelfristige Finanzplanung, auch die schwarze Null erreichen. Und wie gesagt, in aktuellen Debatten, ich habe es betont, wir stehen zur Schuldenbremse und wir sind sehr gespannt auf die Anhörung und dann unsere Gäste, wie die sich dazu einlassen werden. Aber eins ist auch vollkommen klar, es ist kein Selbstläufer, dass wir dieses Ziel erreichen können. Denn wir wollen auch weiterhin Politik gestalten und nicht nur das Land verwalten. Dieser Spagat ist der Landesregierung mit der Vorlage des Haushalts und der Finanzplanung sehr gelungen, wie ein Blick auch in die Details zeigt. Mit 200 Millionen Euro beginnen wir jetzt schon mit der Tilgung des Sondervermögens. Ein deutliches Zeichen dafür, dass wir daran arbeiten, die Schulden auch wieder abzutragen. Herr Reul, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die vereinbarte Redezeit abgelaufen ist? Das wundert mich, aber okay, wenn Sie das so sagen, dann komme ich zum Schluss. Ich könnte gerne noch eine Viertelstunde weiterreden. Meine Damen und Herren, ich sage es zum Abschluss. Das Sondervermögen, das wir haben, ist sinnvoll. Das nutzen wir, und wir machen die notwendigen Dinge, die für die Menschen in dieser Krise auch gemacht werden müssen. Der Haushalt zeigt dies. Wir gehen nach vorne, innovativ. Wir helfen den Menschen. Und wie gesagt, ich schließe mich dem Dank an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns beraten haben im Rahmen des Haushalts und in der Vorbereitung auf diese Debatte und auf diese Diskussion. Ganz herzlichen Dank auch den Mitarbeitern des Ministeriums, und ich schließe damit meine Rede. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Finanzminister Boddenberg das Wort. Vielen Dank, dass Sie wieder für unsere Sicherheit mitsorgen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Und das Wort Dank ist ein ganz gutes Stichwort. Michael Reul hat es zum Schluss gesagt, und ich will das ausdrücklich nicht versäumen, Herr Staatssekretär, weil ich glaube, glaubwürdig Danke sagen zu können, deswegen, weil es für mich das erste Mal ist, dass ich den regulären Haushalt und die Aufstellung dort aus nächster Nähe miterleben durfte. Und wenn man sieht, dass während des Bearbeitens des Haushaltes 21 gleichzeitig wir ein Sondervermögen zu verwalten hatten, gleichzeitig wir relativ spät waren und Nachträge vorher hatten und Steuerschätzungen, die immer wieder zu Veränderungen geführt haben, dann will ich nur sagen, das, was ich dort erlebt habe, war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich könnte jetzt Namen nennen, das würde ich sicherheitshalber unterlassen, sonst würde ich nämlich jemanden vergessen. Also das bitte noch einmal an die gesamte Abteilung, an das gesamte Haus. Das wäre mir ein Herzensanliegen, weil manchmal hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen am Samstag oder Sonntagabend, weil wir auch am Wochenende viel zugemutet haben. Ich will den Dank erweitern, auch bei der Gelegenheit an viele andere Bereiche der Landesverwaltung. Und ich denke, das ist parteiübergreifend so, dass das gesehen wird. Ob das die Finanzämter sind, die mal relativ schnell in der Lage waren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins RB Kassel oder Gießen abzustellen, aber aus anderen Häusern, Innenministerium, aus dem Umweltministerium. Es gab ganz viel Bereitschaft bei den Landesbediensteten, dieser Krise auch mit der nötigen Flexibilität und Einsatzbereitschaft zu begegnen. Und da kann man sagen, das ist eigentlich selbstverständlich. Wolfgang Decker nickt, zustimmt, das freut mich. Aber ich glaube, man kann trotzdem, auch wenn man meint, es sei eigentlich selbstverständlich, dass alle mit anpacken, es schon so ist, dass man es auch mal sagen sollte. Weil viele haben auch Familien, fast alle haben Familien. Viele haben und sind bereit, im Homeoffice zu arbeiten. Die Zahlen sind gerade in den letzten Tagen sehr diskutiert worden. Und trotzdem funktioniert es irgendwie. Und ich habe es mal auf den Punkt gebracht, wenn ich das so persönlich sagen darf. Ich bin Handwerksmeister, wie Sie wissen, aber mittlerweile geriere ich zum Cheflobbyisten des öffentlichen Dienstes unseres Landes, weil die Vorurteile, mit denen ich früher mal auch behaftet war, als ich noch nicht in der Politik war, die sind nahezu allesamt widerlegt worden. Ich wollte noch einmal, wie gesagt, ich glaube in Ihrem Einverständnis, das einfach feststellen und Danke sagen dafür, dass Außergewöhnliches auch und gerade im Bereich des öffentlichen Dienstes geleistet wird. Ja, Kolleginnen und Kollegen,
Natürlich sind wir heute durch den turbulenten Sitzungsverlauf alle ein wenig vielleicht anderer Stimmung. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, auf die einzelnen Punkte von Frau Kollegin Faeser und anderen einzugehen. Das will ich jetzt nur am Rande tun. Ich will aber vielleicht einen Ausblick geben, weil ich glaube, zu einer Haushaltsdebatte, bei der wir ja nicht nur den Haushalt 2021 diskutieren und verabschieden wollen, sondern auch die mittelfristige Finanzplanung, da gehört es dazu, dass man einen Ausblick gibt, was ist denn der Eindruck des Hauses und der Hausspitze des Finanzministeriums, was dieses Jahr noch so bringen wird, auch mal losgelöst von unmittelbaren Folgen der Krise, aber auch einen Ausblick zu haben über das, was in den folgenden Jahren auf uns zukommt. Ich glaube, über dieses Jahr muss man nicht weiter spekulieren. Da haben wir vielfach erleben müssen, dass Sachverständigenrat, Bundesregierung sich korrigieren mussten. Das sage ich völlig ohne Vorwurf. Die Prognosen für letztes Jahr waren ursprünglich deutlich schlechter als die, die eingetreten sind in der konjunkturellen Entwicklung. In diesem Jahr sieht es tendenziell umgekehrt aus. Das heißt, die jüngsten Steuerschätzungen und darauf gründenden Konjunkturaussichten und Barometer sehen für das Jahr 2021 eher, dass der Zuwachs, den man ursprünglich mal erhofft hatte, in der Größe nicht stattfinden wird. Und was die Folgejahre so bringen, das, glaube ich, hat ganz viele Imponderabilien. Und ich will vielleicht nur darauf eingehen, dass ich glaube, wir uns einig sein sollten, weiterhin einig sein sollten, dass diese Krise eben nicht in diesem Jahr irgendwie in einer Form, auch was die haushalterischen, die ökonomischen Folgen erst recht anbelangt, zu Ende sein wird. Das erlebt gerade der Bund und Herr Schalauske, das war ja auch die Debatte von Kollegen Braun, mit dem ich an vielen Stellen sehr übereinstimme, auch in der Einschätzung, die er im Handelsblatt geäußert hat. Nur glaube, dass man am Ende des Tages alle Instrumente dieser Welt hat, um dem zu begegnen, was er als Problem beschrieben hat, nämlich eine Schuldenbremse, die in der bundesrepublikanischen Verfassung so verankert ist, dass sie die berühmte Ausnahme halt möglich macht. Und es wäre ja auch völlig verrückt, wenn das nicht so wäre. Und ich will noch einmal auch für mich persönlich reklamieren. Ich war damals dabei. Wir haben die B-Seite im Bundesrat koordiniert. Und ich war einer derjenigen jedenfalls, der auf Ebene des Bundesrates und der Länder massiv für diese Schuldenbremse geworben hat. Aber auch massiv dafür geworben hat, dass man sie praktikabel gestaltet, sodass man in solchen Situationen auch reagieren kann. Jetzt haben wir häufig darüber gesprochen, dass wir, ich jedenfalls sage das für mich, wenn wir über Notfall und anderes gesprochen haben damals, niemand von uns von einer solchen Situation auch nur annähernd geträumt hätte, im negativen Sinne, also albgeträumt hätte. Wir haben damals gesagt, es gibt eine Überschwemmung im Rheingraben oder einen Oderbruch und anderes, was wir so an Bildern hatten, also Naturkatastrophen, wie man sie immer wieder mal hat, auch hier in Mitteleuropa und in Deutschland. Niemand von uns hat auch nur im Ansatz damit rechnen können, dass wir eine Naturkatastrophe erleben, die den Herr Finanzminister, lassen Sie eine Zwischenfrage des Herrn Labrou zu? Eine Frage? Nicht da, ohne dies immer sehr restriktiv, das wissen die auch und insofern nicht. Also, wir haben es mit einer globalen Krise zu tun, die, glaube ich, niemand von uns auch nur ansatzweise erwartet hätte. Und das ist auch der Grund, weshalb sie noch länger nicht vorbei sein wird. Denn wenn wir hier über das Impfen reden und die Hoffnung haben, dass wir in Mitteleuropa, dass wir in Deutschland, dass wir in Hessen irgendwann in den nächsten Monaten so ein wenig nicht nur Licht am Ende des Tunnels sehen, sondern sagen können, Lockerung hat auch damit zu tun, dass Menschen geschützt sind, dann wissen wir doch alle miteinander, dass das auf den südlichen Erdteilen in der südlichen Hemisphäre an vielen Stellen anders sein wird. Und wenn man dann anschaut, dass einige wenige Menschen, die aus Südafrika mit einem mutierten Virus zu uns einreisen, dafür sorgen, dass innerhalb weniger Wochen in Irland, in Großbritannien und sonst wo auf einmal wieder die Dynamiken dieser Virusverbreitung sehr schnell losgeht, dann hat man ungefähr eine Vorstellung, dass das immer wieder noch lange Zeit passieren kann. Und das wiederum führt dazu, dass die Aussichten, die Wirtschaftsprognosen für die nächsten Jahre, glaube ich, zu Recht schon noch mit ganz vielen Fragezeichen zu versehen sein werden. Wir aber aktuell natürlich dafür sorgen müssen, Stichwort Wirtschaftshilfen, dass wir dafür sorgen, wo wir helfen können, Unternehmen helfen können, Jobs sichern können, dies auch stattfindet. Und da will ich auch mal sagen, in dieser Krise zeigt sich, Frau Faeser hat mal von Charakter gesprochen, ich will das nicht wiederholen, da habe ich, glaube ich, auch seinerzeit entsprechend erwidert, aber es zeigt sich auch der Zusammenhalt in der Politik. Und ich will das mal ausdrücklich sagen, wenn ich Tarek Al-Wazir ansimse oder ihm eine Mail schicke oder ihn anrufe, weil wir im Bereich der Wirtschaftshilfe irgendein konkretes Problem zu lösen haben,
ist diese Zusammenarbeit herausragend. Auch da sage ich parteiübergreifend, jetzt könnte man sagen, in der Koalition eigentlich selbstverständlich, aber wir beide und alle im Kabinett und auch in den Regierungsfraktionen und ich glaube auch im ganzen Haus, wir wissen doch, dass da draußen Zehntausende, Hunderttausende Einzelschicksale, Unternehmensschicksale darauf warten, dass die Politik hilft. Und Frau Faeser, bei den Soloselbstständigen haben wir eine unterschiedliche Auffassung aus einem einzigen Grund, nämlich dem, dass wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, dass wir die Menschen am Ende zwar kurzfristig mal mit 1.000 Euro beglücken, mehr sind es ja auch in den anderen Ländern, den 3, 4, die da was machen, nicht gewesen pro Monat oder für 2, 3 Monate auch begrenzt. Es macht doch keinen Sinn, wenn die am Ende einen Anruf bekommen aus dem zuständigen Regierungspräsidium, wie bei uns, die da zuständig sind mit der Bearbeitung und dann erklärt bekommen, übrigens, du musst die Hälfte zurückzahlen, weil du wirst das angerechnet bekommen und dein Schonvermögen ist am Ende bei näherer Betrachtung viel zu hoch gewesen. Also mit anderen Worten, es macht keinen Sinn, dass da jeder so ein bisschen rumwurschtelt. Und das war der Grund, weshalb wir beide gesagt haben, lass uns den Bund dazu bringen, dass er einen Modus wie Vivendi schafft, der mit diesen Soloselbstständigen und dieser besonderen Problematik der nicht vorhandenen Fixkosten, dass wir damit gemeinsam und bundesweit einheitlich umgehen. Und das haben wir hinbekommen. Wir haben hinbekommen, dass schon im November in Dezemberhilfen das geht, aber wir haben es erst recht hinbekommen für die Überbrückungshilfe 3, die jetzt läuft von Januar bis Juni zunächst mal. Wahrscheinlich wird das noch verlängert im Zeitraum. Wir immerhin die Situation haben, dass bis zu 7.500 Euro, ohne dass sie angerechnet werden, beispielsweise auf Leistungen des SGB II, am Ende fließen können. Und relativ einfach zu beantragen sind auch. Das war uns auch wichtig. Sondern finde ich, wenn das so ist, dann haben wir doch nur noch eine Aufgabe, nämlich dass schnell bearbeitet wird. Und da gebe ich zu, da habe ich nach wie vor ein paar Sorgen. Wir haben die Sorge, ja, wir haben die Sorge, und ich zeige jetzt nicht, was Sie erwarten mit dem Finger auf den Bund oder auf irgendjemanden, sondern wir haben die Sorge, dass die Geschwindigkeit A, der Feststellung, da gibt es ein Programm, das wir brauchen, B, der entsprechenden Richtlinie, weil irgendwo müssen Sie ja den Beamtinnen und Beamten auch ein Werkzeug geben. Da kann ja nicht jeder machen, wie er es will, sondern wir erwarten ja von uns Antworten, was Sie machen sollen. Und dann noch die IT-Lösung, die Module dort von Init in dem Fall, das Unternehmen ist ja bundesweit im Gespräch, deswegen darf ich es auch hier nennen, eben dauern, dazu führen am Ende, dass dann die Auszahlungen erst im März oder im April kommen. Ja, und da sage ich Ihnen ausdrücklich, Frau Faeser, ich sehe und wir sehen das Problem, aber es hilft doch gar nichts, wenn wir jetzt noch irgendwas dazwischenmuscheln, dass am Ende des Tages die endgültige Bearbeitung dieser Anträge dann noch länger dauert, weil noch mehr Querprogramme dort einzupflegen sind. Das macht keinen Sinn, glauben Sie es mir. Und es geht uns doch nicht um Geld, es geht uns doch darum, dass die Menschen dann, wenn sie Geld und Zuschuss bekommen, sich auch darauf verlassen können, A, nicht später zurückzahlen müssen, wie das in anderen Ländern reihenweise stattfindet, und B, auch wissen, dass sie so schnell wie möglich diese auch finanzielle Antwort bekommen. Und letzte Bemerkung dazu. Ich habe jetzt noch einmal mit der WIBank gesprochen, mit Gottfried Milde gesprochen. Da geht es auch oder gibt es die Möglichkeit für die, die damit ein Liquiditätsproblem befürchten müssen, insbesondere also auch die Kleinstunternehmer, greifen diese Mikroprogramme auch, die wir aufgelegt haben. Und insofern, wir sehen, dass nicht alles perfekt ist, aber wir sehen, dass wir beide, wenn ich das mal sagen darf, das Gleiche wollen. Nur wenn Sie da drinstecken, in den Abläufen und in der Umsetzung, dann wird es halt manchmal ein bisschen komplizierter, als man es gerne hätte. Und jetzt will ich wirklich hoffen, Frau Faeser, dass Sie mir nicht unterstellen, dass ich mit diesen Menschen nichts anfangen kann. Im Gegenteil, ich will es nur noch einmal sagen. Da geht man abends schon mal mit einem nicht so guten Gefühl nach Hause und ins Bett, weil man weiß, denen geht es gerade ziemlich dreckig. Und das dürfen Sie doch einfach auch mal anerkennen. Das ist doch kein böser Wille, sondern ein Versuch, es einigermaßen praktikabel zu machen, damit es schneller geht. Kolleginnen und Kollegen, ja, die Wirtschaftskrise und die Folgen von Corona werden Hessen ganz besonders lange Zeit nachhaltig beschäftigen. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir einige Schwerpunktbranchen haben, die halt naturgemäß, könnte man fast sagen, mit einem Virus und dem, was wir dort gerade unternehmen, um die Ausbreitung einzudämmen, besonders herausgefordert sind. Das ist natürlich die Luftverkehrswirtschaft und alles, was dranhängt. Das ist natürlich ein Messestandort und wir haben eine Messe in Kassel, das weiß hoffentlich jeder hier, die gerade auch keine Chance hat, irgendwas zu veranstalten, aber wir haben natürlich
die große Messelandschaft in Frankfurt und die Internationalität dieses Messestandortes. Und das gilt ja dann für das ganze Land, weil ich glaube, zu wissen, dass Menschen, die in Frankfurt die Messe wohnen, am Ende im Hotel übernachten, irgendwo in Mittelhessen, im Vogelsberg oder im Odenwald. So, und das ist gerade alles bei Null. Jetzt kann man sagen, okay, wenn die Menschen wieder reisen wollen oder auch dürfen, dann wird das alles wiederkommen. Aber ich muss Ihnen sagen, es sitzen ja einige, die dort in Aufsichtsräten auch vertreten sind, allen voran auch der Wirtschaftsminister. Ich habe noch keine abschließende Meinung dazu, wie viel wird denn von dem, was digital passiert ist in dieser Zeit, am Ende des Tages möglicherweise auch bleiben. Es wird sehr, sehr spannend. Es wird spannend werden im Bereich der Messe- und Veranstaltungswirtschaft. Es wird sehr, sehr spannend sein in allem, was Reisen heißt, auch und gerade was den Luftverkehr anbelangt. Es wird übrigens an anderer Stelle auch spannend sein, Stichwort digitale Dividende. Wie werden denn zukünftig Liegenschaften zu bemessen sein, wenn wir wissen, also ein bestimmter Prozentsatz in vielen Unternehmen wird tatsächlich auf Dauer auch möglicherweise Homeoffice arbeiten können? Heißt, wir haben eine ganze Reihe von großen Veränderungen, mit denen wir trotzdem aber im Haushalt umgehen müssen. Und das ist der Grund, weshalb wir gesagt haben, ja, A, Sondervermögen, nochmal, das will ich jetzt nicht diskutieren, das haben Sie streitig gestellt und das ist auch in Ordnung und das tragen wir dann auch vor dem Staatsgerichtshof aus. Aber ich will auch sagen, so ein bisschen was im Kernhaushalt an Puffer braucht man am Ende auch. Und das hört sich jetzt salopp an, aber 1, 2, 3% von einem Haushalt von 30 Milliarden als Rücklagen am Ende einer solchen Phase zu haben, das halte ich nun verdammt klug und sinnvoll. Und das kann man anders sehen, das ist Ihr gutes Recht, aber Sie sollen halt wissen, dass wir mit all diesen Unwägbarkeiten halt auch haushalterisch so umgeben wollen, dass wir nicht irgendwann mal ständige Nachträge müssen oder Veränderungen auch im Nachhinein Korrekturen vornehmen müssen, weil wir gesagt haben, wird schon irgendwie gut gehen. Das weiß keiner, ob es gut geht. Und weil ich gerade bei den Folgen der Krise bin, ja, irgendjemand der Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen hatte die Innenstädte angesprochen. Völlig zu Recht. Eine nächste Herausforderung, von der ich glaube, niemand von uns weiß, wie das ausgehen wird. Ich habe heute mit einem Textilunternehmer heute Morgen telefoniert aus dem schönen Frankenberg. So, und das mache ich zurzeit jeden Tag, weil es ist einfach authentischer und es ist anders, wenn man mit den Leuten telefoniert oder spricht. Treffen geht ja gerade nicht. Um sich ein Bild zu machen, was ist in größeren Städten, in Darmstadt, in Kassel, in Frankfurt los und was ist in den kleineren und mittleren Städten los, in den Innenstädten. Und ich bin mir sehr sicher, und ich glaube, das teilen Sie alle, das Einzelhandelsunternehmen, das familiengeführte Einzelhandelsunternehmen, das jetzt wegen der Krise in Insolvenz geht, das kommt nie wieder. Weil der war schon froh möglicherweise, oder Sie, die Eigentümerin, dass Sohn oder Tochter in zweiter, dritter, vierter Generation das Unternehmen übernommen hat. Wenn das aber noch nicht vollzogen ist, sondern vielleicht der Inhaber 50, Mitte 50, irgendwo in dieser Altersgruppe ist und noch nicht ganz sicher ist, ist da jemand, der es übernimmt? Wenn der jetzt Konkurs anmelden muss, dann war es das. Und deswegen haben wir gesagt, Tarek Al-Wazir und ich und das Kabinett, im Sondervermögen wollen wir erst einmal einen ordentlichen Betrag einfach vorsehen für die Attraktivität, Innenstädte, Überschrift, also für dieses Problem, wohl wissend, dass das natürlich nicht ausreicht. Wir davon ausgehen, dass, wenn man Geld in die Hand nimmt als Staat, sei es als Land, als Bund oder als Kommune, das auch gehebelt werden muss. Also man oft nur Impulsinvests dort macht. Aber ich hatte Tarek Al-Wazir gebeten, das kann ich hier ruhig offen sagen, lass uns bitte noch eine Runde warten im Februar im Haushaltsausschuss. Wir wollten es eigentlich schon im Januar, weil wir aktuell hören, der Bund hat da das ein oder andere vor. Ich habe heute Morgen wieder mal einen Betrag von 1 Milliarde gehört. Ich kenne sie aber nicht und ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin gebeten, da zu recherchieren, dass wir es irgendwie zusammenfügen. Also wir haben die Innenstädte im Blick und wir haben auch große Sorgen. Ich glaube, die teilen Sie alle. Und lass uns darüber streiten, in Anführungsstrichen im positiven Sinne, was denn da die öffentliche Hand machen sollte. Man kann in den teuren Standorten anfangen, die Frage Steuerbemessung der Gewerbesteuer zu diskutieren, wo ja beispielsweise Mieten mit eingerechnet werden, wie Sie wissen. Das sind aber nur die teuren Standorte, die gewerbeteuren Standorte. Ich nehme jetzt mal Frankfurt, wo Sie damit etwas erreichen können. Das stelle ich mit einem großen Fragezeichen einfach mal hier in den Raum, um zu sagen, wir hätten schon Instrumente. Aber ich glaube, es muss kompakter und komplexer sein, was wir dort machen. Und insofern lade ich Sie ein, dass wir das gemeinsam diskutieren. Herr Finanzminister, ich weise darauf hin, dass die
Ja, ich höre dann auf. Ja, ich hätte noch 10 Punkte, aber das hat Herr Reul auch schon angedroht, noch eine Viertelstunde dran zu hängen. Ich lasse es denn jetzt. Ich will nur an einigen wenigen Punkten sagen, ich glaube, uns muss bewusst sein, dass die Haushalte dieser Tage, erst recht die mittelfristige Finanzplanung, viele Fragezeichen behalten werden auf lange Sicht. Und deswegen wäre es mir recht, wenn wir uns das am Ende nicht vorwerfen, wenn man dort auch mal wieder korrigieren, nachjustieren muss, weil eine solche Krise nun mal nicht so richtig gut kalkulierbar ist. Ich will trotzdem Danke sagen für das in Summe gute Miteinander. Wir haben uns im Sommer über das Sondervermögen ziemlich heftig auseinandergesetzt. Und jetzt gibt es Hunderte von Anträgen. Das will ich ausdrücklich einmal sagen, Frau Schardt-Sauer. Sie haben es zu Recht gesagt, in kurzer Frist. Es stimmt. Ja, ob wir irgendwann mal aus dem Schwarz-Weiß rauskommen, dass Oppositionsanträge tendenziell weniger Aussicht auf Zustimmung haben als Regierungsanträge, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, und ich bin auch nicht so naiv. Denn wenn man es macht, glaube ich, muss es gute Gründe geben. Muss es gute Gründe geben, und deswegen will ich auch noch einmal versöhnlich zum Schluss sagen, ich glaube, dass Hanau gute Gründe hatte und der Opferpfad gute Gründe hatte. Und das muss man ja dann auch einmal sagen, wenn das am Ende trotz des Streites, den wir an anderer Stelle haben, gelingt, dann freue ich mich darüber und will Danke sagen. Danke auch fürs Zuhören. Für die SPD-Fraktion hat sich nun die Fraktionsvorsitzende Frau Faeser zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Finanzminister. Ich möchte natürlich alles gut. Ich möchte mit der Tradition, die wir früher im Innenbereich hatten, weitermachen und Ihnen auch freundlich erwidern, weil es schon einen Punkt gibt in Ihren Ausführungen. Sie haben das ja hier sehr freundlich vorgetragen, den ich aufgreifen möchte, weil es viele Menschen da draußen gibt, denen es gerade sehr schlecht geht. Es gibt viele kleine Unternehmen in der Tourismusbranche, in der Gastronomie, die gerade um ihre Existenz bangen, weil sie nämlich alles aufgebraucht haben, was sie da hatten, an Alterssicherung, an Vermögen, an Rücklagen. Die haben nichts mehr, und die können nicht bis April warten. Ich will Ihnen das so klar hier noch einmal sagen, weil ja, wir scheinen im Ziel nicht weit auseinander zu sein, diesen Menschen zu helfen. Aber in der Realität, in der Frage der Ausführung liegen wir offensichtlich auseinander, weil wir als Sozialdemokraten in Hessen möchten, dass diese Übergangszeit durch die Landesregierung ausgefüllt wird und dass sie jetzt Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Im April sind sie womöglich nicht mehr da, Herr Finanzminister. Und deshalb wollen wir diese Hilfen jetzt. Und ich sage das nicht nur in eine Richtung. Ich sage das bewusst nicht nur in eine Richtung, um auch deutlich zu machen, um was es hier geht. Das sage ich auch in Richtung meiner Bundesregierung. Ich weiß nicht mehr, was ich der alleinstehenden Fotografin sagen soll, die Solo-Selbstständige, die jetzt auch noch, das muss man sich mal vorstellen, die alles verloren hat, die hat keine Alternative. Es gibt nicht die Jobs der angestellten Fotografin. Wir haben ein System geschaffen, zugegebenermaßen der Bund, aber da sind wir beide beteiligt, deswegen sage ich es auch hier, die kein Hilfesystem jetzt vorsehen für etwas, wo Sie ihr jetzt erklären, sie hat keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Konnte sie aber auch nicht. Wo denn? Ja, sie hatte ja kein Angebot dafür, sie hat aber Steuern gezahlt. Und die Fotografin, von der ich rede, die es tatsächlich gibt, die Alleinerziehende, wo ihr Sohn studiert und der jetzt BAföG beantragt hat und natürlich bekommen hat, ob der prekären Situation, jetzt das BAföG auch noch auf ihre Grundsicherung angerechnet wird. Also, meine Damen und Herren, wir reden da gerade wirklich über existenzielle Fragen. Und ja, diese Frage hat mit der Landesregierung nichts zu tun. Aber die Frage, ob wir Ihnen 3 Monate helfen, der Fotografin, die hat was mit der Landesregierung zu tun. Und da sind andere Bundesländer weiter. Und deshalb, Herr Boddenberg, verstehen Sie, habe ich eine andere Herangehensweise an diese konkrete Frage gerade, ob wir etwas schaffen,
in der Übergangszeit, wo wir als Bundesland mit dem, was Sie an Neuverschuldung aufgenommen haben, sehr wohl helfen könnten. Und darum werben wir, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die AfD hat sich der Fraktionsvorsitzende Lambrou zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Reul, lieber Herr Finanzminister, ich hatte mich eben bei Ihren beiden Reden jeweils gemeldet für eine Frage. Die haben Sie nicht zugelassen. Das ist in Ordnung. Aber deswegen möchte ich die zweite Runde noch einmal dafür nutzen, diese Frage jetzt hier am Rednerpult zu stellen. Vielleicht geht ja der Herr Reul oder der Herr Finanzminister dann danach ans Pult und beantwortet das. Was mich umtreibt, ist das Folgende. Sie haben beide in Ihren Reden Bezug genommen auf die Schuldenbremse und wie wichtig das dann doch für Sie ist und dass Sie die Meinung der Opposition dann eher nicht teilen, dass diese Aussetzung de facto dann doch eher in einer quasi Abschaffung der Schuldenbremse mündet. Es war ja nun so vor ein paar Tagen, dass Helge Braun von der CDU, Kanzleramtschef und ich meine auch Mitglied des Landesverbandes Hessen der CDU, sich geäußert hat in einem Gastbeitrag im Handelsblatt. Ich möchte mit Erlaubnis der Präsidentin kurz zitieren aus einem Artikel der FAZ und dort wird Herr Braun wie folgt zitiert: Die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten, schrieb der Vertraute der Kanzlerin. Besser als fortan jedes Jahr einzeln zur krisenbedingten Ausnahme zu erklären, sei deshalb eine Änderung der Schuldenregel im Grundgesetz. Nur so sei sie als verbindliche Vorgabe zu erhalten. Die Aufregung war groß bei den Christdemokraten. Schließlich gilt Haushaltsdisziplin neben dem Verzicht auf Steuererhöhungen als letzter programmatischer Kernbestand der Partei. Soweit der Artikel in der FAZ. Und mich würde einfach interessieren, Herr Reul, sehr geehrter Herr Finanzminister, wie Sie eigentlich zu der Idee Ihres Kollegen Helge Braun stehen. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat sich noch einmal Herr Finanzminister Boddenberg zu Wort gemeldet. Ich will ja, dann zu Ihnen einen Satz. Erstens habe ich darüber gesprochen eben und zum Zweiten kennen Sie meine Presseverlautbarung dazu. Herr Kollegin Frieser, Sie haben ein Problem angesprochen, das ich teile mit der Fotografin und dem Sohn, dessen BAföG am Ende auch noch Rechnung bei der Grundsicherung findet. Aber damit haben Sie genau das Problem beschrieben, das ich vorher als Grund dafür genannt habe, dass wir glauben, dass es unklug ist, dass man ein Instrument schafft, das genau zu dieser Anrechnung ebenfalls führt. Und alle Länder, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, das sind die mir bekannten Länder, die etwas machen. Für 3 Monate in der Regel, bei den Bayern gekoppelt an die Künstlersozialversicherung, also die haben da noch alle Einschränkungen. Die Bayern haben sogar ein Programm, Oktoberhilfe heißt das. Das sind die 3, 4, 5 Landkreise gewesen. Nur die können Anträge stellen, in denen die Pandemie zu einem absoluten Lockdown geführt hat. Also mit großen Einschränkungen. Alle Länder sagen, Anrechnung auf SGB II hieße, wenn wir das genauso machen, würde der Fotografin nicht geholfen sein. Sie haben das Problem selbst bestätigt. Und deswegen darf ich noch einmal sagen, ich bin froh, dass es der Bund auch in Brüssel geschafft hat, in der Notifizierung der Gesamtprogramme es hinzubekommen, dass die 7,5, die ich genannt habe, als Höchstgrenze für 6 Monate, das entspricht in etwa den Beträgen, orientiert an der Pfändungsfreigrenze, dass die a. über Umsatz ermittelt werden können, 219er Umsatz, und b. keine Anrechnung finden. Und das war der Punkt, weshalb wir gesagt haben, es ist 10-mal besser, weil wir müssen damit nach Brüssel und dies hinbekommen. Dass wir so ein Ergebnis haben, und darüber freue ich mich jetzt, als das, ich sag mal, Gekleckere, was am Ende zu all den Problemen führt, die Sie selber beschrieben haben. Und nochmal, wir gucken gerade, dass wir sofort mit Abschlägen beginnen. Der Bund sagt, Abschläge können wir schaffen Mitte Februar, Ende Februar. Ich habe von der Abrechnung gesprochen, März, April.
Das heißt, wir werden alles daran setzen, dass wir genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, sobald das Programm fix ist und die Module da sind, wir mit der Endabrechnung beginnen können. Die Abschläge sollen natürlich vorher fallen. Damit haben wir die dritte Lesung durchgeführt, und die Beschlussfassung findet am Ende der Tagesordnung statt.